Hallo, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Johanna Engelke, Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin und heute geht es um das Thema Stottern. Ich habe schon mit einigen Menschen zusammengearbeitet, die stottern und jetzt habe ich in diesem Video einfach die wichtigsten Dinge einmal zusammengefasst. Die größte Dankbarkeit, die mir je entgegengekommen ist bei meiner gesamten Stimm- und Atemarbeit, war wirklich bei Menschen mit Stottern. Das liegt nicht daran, dass ich jetzt besser Stottern Sachen sagen kann als für ein anderes Problem, sondern daran, dass Stottern einfach einen unglaublich hohen Leidensdruck beinhaltet. Also meistens sind die Menschen sehr, sehr betroffen von dem, was sie haben, weil sie sich sozial dann unsicherer fühlen. Und deshalb ist es mir auch wirklich ein Anliegen, hier ein gutes Video zu machen. Ich gebe dir in diesem Video drei Übungen, die wirklich schon vielen Leuten, die ich kenne, mit denen ich gearbeitet habe, geholfen haben. Und direkt nach dem Video wirst du dich wahrscheinlich schon ein bisschen erleichterter und entspannter fühlen und wirst zumindest einen Plan haben, wie du jetzt wirklich üben kannst. Auf meinem Kanal findest du ganz viel zum Thema Atmung, Stimme und auch teilweise Redeflussstörungen. Deshalb abonniere an dieser Stelle meinen Kanal. Für dich ist es ein einfacher Klick, für mich ist es wie ein kleines Trinkgeld und ich freue mich wirklich, wenn mein Kanal weiter wächst. Was ist alles Stottern? Stottern ist, wenn man zum Beispiel eine Blockade hat. Also wenn man zum Beispiel ein Wort sagen möchte und der erste Buchstabe oder das Wort, das kommt einfach nicht raus. Das ist eine Form des Stotterns. Und eine andere Form des Stotterns ist, dass man einen Buchstaben, mit dem das Wort beginnt, wiederholt und wiederholt und dann nicht weiterkommt. Es kann auch eine ganze Silbe sein. Das sind quasi so sprecherisch die Möglichkeiten, die man beim Stottern hat. Und daraus entstehen dann weitere Probleme, wie zum Beispiel, dass man dann ein Wort, was man sagen möchte, gar nicht benutzt und ein anderes Wort nimmt. Oder dass man wirklich beim Sprechen sehr viele Füllwörter benutzt, damit man quasi diese Zeit überbrückt, in der man diese Blockade empfindet oder den Buchstaben dann nicht sagen muss. Und außerdem gibt es auch ganz körperlich noch viele Symptome, die man haben kann. Also viele Menschen, die stottern, haben eine hohe Anspannung in zum Beispiel ihrer Gesichtsmuskulatur, aber auch im gesamten Körper, haben auch Atemschwierigkeiten. Also das kann einfach noch ganz viel mit dabei sein, was einfach noch zu dieser grundsätzlichen Sprechproblematik noch dazukommt. Ich möchte mit dir jetzt drei Übungen machen. Das erste ist eine Atemübung. Wir wollen in diesen Fluss kommen und das hat sich wirklich bewährt, diese Übung zu machen. Es ist eine Atemtechnik, die wirklich bis jetzt allen Menschen, mit denen ich das gearbeitet habe, geholfen hat. Das zweite ist eine Stimmtechnik und das dritte ist eine Entspannungstechnik. Wir nehmen jetzt Fragewörter, also sowas wie wo oder wann. Damit starten wir, denn ich möchte dir meine Atemtechnik zeigen. Du atmest jetzt durch die Nase ganz entspannt ein, also ohne Geräusche und ohne, dass sich dein Körper dabei irgendwie bewegt. Einfach nur entspannt einatmen. Dann atmest du ein kleines bisschen wieder aus, sagen wir mal so ein Fünftel von deinem Gesamtvolumen. Und dann fängst du erst an, das Wort zu sprechen. Und dann atmest du bis zum Ende aus und entspannst dich kurz. Und dann atmest du neu wieder ein. Ich mach's dir mal vor für das Wort wann. Wann? Der Trick besteht darin, einfach, also erstmal keine Spannung aufzubauen, dann schon ein bisschen loszulassen, hier auf Zwerchfellebene, und dann erst das Wort zu sprechen. Das war für ganz viele Leute, mit denen ich gearbeitet hatte, wirklich ein Gamechanger. Das Ganze probieren wir jetzt mit einem ganzen Satz. Zum Beispiel, wann geht die Sonne unter? Diesen Satz üben wir nochmal damit. Mach einfach mit mir zusammen. Wann geht die Sonne unter? Du kannst dir am besten ein Gedicht vornehmen und das jetzt Zeile für Zeile so üben. Es braucht ein bisschen, bis du diese Technik wirklich übertragen kannst in deine Alltagssprache. Deswegen üb das erstmal ein bisschen. Am Anfang ist man auch durcheinander. Wo soll ich einatmen? Wo soll ich ausatmen? Aber wenn du das wirklich merkst, dass es jetzt sich leichter anfühlt, wirst du merken, wie viel entspannter es ist, dann einfach nach dieser bisschen Ausatmung loszusprechen. Als nächstes machen wir eine Stimmtechnik. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass wenn man singt, Stottern nicht möglich ist. Und diesen Trick kann man benutzen, um auch beim Sprechen weniger zu stottern. Und zwar werden wir quasi die Technik vom Singen in das Sprechen übertragen.
Wir nehmen uns einfach mal die Wörter Mama und Papa vor. Bei Mama ist es ein bisschen einfacher, weil M ist natürlich ein Laut, der ohnehin schon fast wie Singen ist. Wir machen mal gemeinsam einfach M. Atmung kannst du übrigens übernehmen wie bei der Übung Nummer 1. Wir atmen ein und ganz entspannt aus und M. So, und jetzt machst du darauf mal Mama. Mama. Und jetzt machst du dasselbe wieder und dieses M am Anfang machst du wie beim Singen und dann gehst du aber ins Sprechen über. Mama. Und vielleicht hast du gemerkt, dass ich am Anfang so getan habe, als würde ich gleich singen und dann habe ich aber doch gesprochen, sodass es quasi niemandem so richtig auffallen wird. Wenn es am Anfang bei dir noch nicht klappt, mach das M am Anfang länger, weil dann merkt dein System, ah, ich singe und du stotterst nicht. So, das Ganze üben wir auch für Papa. Ist natürlich viel gemeiner, weil da haben wir die Stimme jetzt gar nicht mit dabei. Deswegen wird man es da vielleicht ein kleines bisschen mehr merken. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde das P singen, muss ich es dafür ein bisschen weicher machen. So, B, P, P. Ja, also du machst es ganz weich und so wenig wie möglich als Stopp oder Verschluss sozusagen. Und jetzt machst du auch da wieder dieselbe Idee, wenn du jetzt das ganze Wort sprichst. Papa. Du kannst ein bisschen mehr Luft dabei fließen lassen. Papa. Du kannst auch, wenn das noch gar nicht klappt, zum Beispiel so wie pusten am Anfang. Papa. Das kann schon mal helfen, um überhaupt wieder Einstiege in ein Wort möglich zu machen, die gar nicht mehr möglich waren. Üb auch das wieder eine ganze Weile und dann merkst du ja, in welche Richtung es dir mehr hilft. Vielleicht gehst du eher Richtung Atmung oder du gehst eher Richtung dieser Stimmtechnik oder du kombinierst diese beiden Techniken. Und dann möchte ich dir jetzt noch eine bewegende Geschichte erzählen von mir, wie ich neulich mal mit einer Frau am Stottern gearbeitet habe. Und zwar hatte sie bestimmte Laute, die sie nicht mehr aussprechen konnte oder mochte. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben diese Buchstaben genommen und die ganz groß aufgeschrieben auf ein Blatt Papier. Und dann haben wir uns, und ich habe sie auch gefragt, was verbindest du mit den Buchstaben? Und es war total interessant, weil sie mir immer eine gesamte Geschichte zu jedem einzelnen Buchstaben erzählen konnte, was sie für eine schreckliche Situation in Bezug auf Sprechen, Stress, irgendwie was können müssen, was leisten müssen, auch mit diesen Buchstaben zusammen erlebt hat. Und diese Geschichte hat sie mir einfach erzählt. Und das kannst du für dich jetzt auch machen. Du schreibst den Buchstaben auf, der es für dich ist. Und vielleicht ist es ein Name, vielleicht ist es ein Ort, vielleicht ist es irgendwas, ein Hobby von dir, was du immer mal wieder sagen musst, wo dir etwas passiert ist, wo du merkst, so, oh, das war irgendeine sehr, sehr unangenehme Situation. Und die löst auch jetzt noch Stress in mir aus, wenn ich nur daran denke, wenn ich mir nur vorstelle, ich muss das jetzt wieder sagen oder ich muss jetzt wieder in dieser Situation sprechen. Und es ist ja gerade niemand da. Du schreibst dir das einfach auf dieses Blatt und dann schaust du dir dieses Blatt an, schaust den Buchstaben ganz konkret an und schließt innerlich Frieden mit diesem Buchstaben. Du guckst quasi wirklich auf diesen Buchstaben, angenommen es ist jetzt das P. Ja? Angenommen es ist jetzt das P und jetzt schaust du dir dieses P an und dann versuchst du quasi es anzugucken und in diesem unangenehmen Gefühl einfach ein bisschen zu bleiben mit diesem Buchstaben zusammen. Ihr seid einfach zusammen in einem Raum und du gewöhnst dich einfach wieder an dieses Gefühl, wenn du den Buchstaben siehst. Das kann ein bisschen desensibilisieren, so nennt man das Ganze. Das ist sowieso ein ganz wichtiges Thema beim Thema Stottern. Darauf werde ich in diesem Video allerdings nicht mehr eingehen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen da oder abonniere den Kanal. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du stotterst oder vielleicht auch polterst, zum Poltern habe ich schon vor längerer Zeit mal ein Video gemacht. Das ist ja ein noch unbekannteres Thema. Viele Menschen stottern und poltern, also gleichzeitig. Das tritt oft auch zusammen auf, deswegen schau am besten dann dieses Video auch einmal. Ansonsten kann ich dir sehr empfehlen, auch mal bei meinen anderen Atemvideos auf meinem Kanal vorbeizuschauen, denn die helfen sehr, dieses Zwerchfell eben hier in die richtige Spannung zu bringen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Präsentiert von Anima Stimmtraining.